Servus, ich bin's wieder, der Michael. Jetzt wirft uns die Merkel Rassismus vor. Ich meine, das kennen sie ja schon lang. Ich sehe mich nicht als Rassist. Ich muss ja nicht jeden Menschen mengen. Aber deswegen bin ich kein Rassist nicht. Ja? Und wenn ich heute hergehe und sage, es kommt ein Fremder in unser Land und lebt da und arbeitet da und hat seine Familie da und zahlt seine Steuern, dann kann er das ja auch tun. Das ist ja auch alles in Ordnung. Wir sind Europa und Europa, das ist halt einmal, die Zeiten haben sich halt geändert. Und dieser permanente Vergleich immer wieder mit dem Zurückführen auf die NS-Zeit, das regt mich am allermeisten auf. Weil diese Zeit, wo der Hitler reagiert hat, oder regiert hat, Entschuldigung, die kehrt ins Geschichtsbuch und dort kehrt es rein und da soll stehen und das soll auch gelehrt werden, weil das, was damals passiert ist, darf auch nicht mehr wiederkehren. Man kann keine Völker einfach ausrotten. Und die AfD ist ja überhaupt nicht einmal ansatzweise, kann nie nicht, ist der da der Gedanke, dass man ein fremdes Volk ausrotten will. Verstehst du? Die habt doch alle einen Vogel. Das gibt's doch nicht. Was will man denn? Man möchte in Frieden leben. Man möchte die deutsche Kultur auch leben. Und man möchte deutsch sein dürfen. Und seit x Jahren dürfen wir kein Deutsche mehr sein. Weil diese ganzen Politiker sie nur noch hinknirgeln wie Waschlappen und sie für Sachen entschuldigen. Ja, das ist ja schon längst vorbei sein. Die jetzige Generation, die Jüngsten, die wissen ja gar nicht mehr, was los war. Und es ist immer diese Kniebucklerei, die habe ich ja so viel dick, dass ganz aus ist. So, wir sind deutsch, wir helfen anderen Leuten, es kommen Fremde zu uns, die leben bei uns, das ist alles gut, das passt auch so. Ich muss nicht jeden mengen, ich mag auch viel Deutsche nicht, das ist halt einmal so. So, und jetzt, wenn ich heute hergehe und sage, die AfD will das eindämmen oder kontrollieren, wer zu uns kommt und wie viele zu uns kommen und unser Land bereichern, das kann schon lösen. Dann ist doch das kein Rassismus nicht. Die wollen unser Land schützen. Und wenn ich heute unser Land schütze, dann ist das auch kein Rassismus nicht. Verstehst? Und wenn ich heute sage, die andere, was weiß ich, wo da angeblich entsorgt gehört, ja, wenn sie das gegen Deutschland so ausspricht, dass wir keine Kultur haben, außer die Sprache, ja, dann hat doch die für mich einen Vollschuss. Ja, was will sie nachher da? Sie muss ja nicht da bleiben, sie kann doch gehen. Und dann immer dieses Theater. Es wird, was, der Rüttgers hat damals gesagt, wie hat er gesagt, Inder statt Kinder. Ja, was ist das nachher? Was ist das? Weißt du was, wir hätten ja viel mehr Kinder, wenn unsere Politik einfach unser Sozialsystem nicht so kastrieren wird, dass sie gar keiner mehr ein Kind leisten kann. Du musst mich schon genau überlegen. Hakuza, Familie, ja, darf ich gern zwei, drei Kinder haben. Aber das geht nicht, weil das kann sich ja keine Sau mehr leisten. Verstehst? Also Leute, überlegt einmal. Rassismus, AfD ist nicht rassistisch. Das ist eine ganz normale Partei, die für Deutschland steht. Und die versucht, Deutschland deutsch zu lassen und sonst gar nichts. Wählt's AfD, zwei Stimmen und geht's, verbreitet das, redet das und sagt es den Leuten, wie es gehört. Weil es sind immer noch einer dabei, die meinen, wenn ich heute AfD wähle, ja, dann kommen die Nazis wieder und die NS-Zeit und dann geht's wieder los. Das ist doch so ein Scheiß. Ja, meint ihr vielleicht, wenn ihr heute ein Kreuzl macht bei der AfD, dass die sofort 100% hat und alles umschmeißen kann? Diese Partei ist jung, die muss jetzt lernen, verstehst? Aber man muss denen die Chance geben. Und weißt du, was das ist? Die anderen haben ja gleich so viel Angst, dass sie uns so dermaßen diskreditieren, dass ganz aus ist. Weil sie meinen, auch jetzt wird's eng, weil die wegen kommen und irgendwann doch einmal was zum Sagen hätten. Dann ändert sich was in Deutschland und das will unsere etablierte Partei ja gar nicht. Die wollen nichts ändern. Die wollen, dass das so läuft. Die wollen den Bürger klein halten, die Industrie groß halten, verstehst? Und ich meine, es interessiert, Industrie soll ja groß sein, das passt ja alles. Aber das ist viel zu sehr
miteinander verflochten, das Ganze, Politik und Industrie. Und ich sage euch eins, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil ich muss mich gleich so dermaßen aufregen. Und wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn ich mich wieder beruhigt habe. Pfiat euch, servus.